Im folgenden Video erklären wir euch die Gruppenbesteuerung, welche positiven und negativen Auswirkungen diese hat und wie sie funktioniert. Mit dem Steuerreformgesetz 2005 wurde neben der Senkung des Körperschaftssteuersatzes auch ein neues Modell einer Gruppenbesteuerung beschlossen, welches bis dato ein Reizthema in der Politik darstellt. Die einen sehen es als Steuerschlupfloch und ungerechte Steuerbegünstigung, die abgeschafft gehört, die anderen als eine wichtige standortpolitische Maßnahme.